So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, heute wird sich mal richtig schön durch die Dreischlag-Schocker von Funke getestet. 6 Stück an der Zahl habe ich für euch hier aufgebaut. Das dürften auch fast alle sein, soweit ich das weiß. Ich glaube, 1 oder 2 fehlen, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit dem ersten, und zwar Cracker Palme Gold Blinker. Ja, ich würde sagen, nicht lang schlacken, wir gehen raus. Cracker Palme Gold Blinker. Boah, das wird auch ganz, ganz doll. Das ist nicht mein Favorite. Das ist nicht mein Favorite, aber auch geil. Weiter geht's mit dem Dreischlag-Schocker Corolla Rotblinker. Die Kennzeichennummer dafür ist hier die Nummer 2. Und ich sag mal so, rein auf dem Blatt Papier geschrieben dürfte das einer sein, der mir ordentlich zusagt. Aber schauen wir mal selbst. Corolla Rotblinker? Sagst du, wird geil? Ja, ich denke, der wird sehr, sehr geil. Vertrauen wir mal Lennart. Let's go. Geisteskrank! Oh, Geisteskrank! Blink. Es hört nicht auf. Oh. Leute, wer das Glück hat und an die rankommt, kauft euch die. Und weiter geht's mit Premium-Effekten, und zwar der Nummer 3, Nishiki Grünblinker. Auch hier ein sehr oft benutzter Funke-Effekt. Hat sich auch richtig bei mir eingebrannt. Ist richtig gut. Ob der jetzt in dem Dreischlag-Schocker auch so geil kommt, schauen wir uns jetzt direkt an. Was erwartet uns hier? Die schicke Grünblinker. Okay, Leute, das sieht jetzt zwar sehr, sehr, sehr weird aus. Wird auch so funktionieren. Die schicke Grünblinker ist das jetzt. Auf den Boden. Hammer. Kennzeichen Nummer 10 ist dann der Goldcracker Pastell, und bei den zwei Worten bekomme ich schon richtig Gänsehaut. Also das ist richtig krass. Das hat sich in den letzten Jahren bei mir richtig, richtig, richtig verschlimmert. Goldcracker sind eines meiner Lieblingseffekte geworden. Hier mit schönen Pastellstern. Oh, Freunde, das könnte auch wieder extrem geil werden. Oder nee, eine andere Farbe. Wähle es selber. Wir machen mal hier Purple, Alter. Das ist auch die 10. Was ist denn das? Sag mal den Leuten, was das ist. Das ist Goldcracker Pastell. Das ist sehr interessant. Ja. Den gönne ich mir jetzt mal. Das pfeift doch. Alle. Der ganze Himmel voll. So langsam kommen wir dann auch schon zum Schluss. Jetzt haben wir die Nummer 7, und zwar Blütensterne Pastell. Machen wir direkt mit Pastell nämlich weiter. Wer schon ein gutes Auge drauf geworfen hat, hat schon gemerkt, dass jeder Dreischlag-Schocker ungefähr dieselbe Gramm NEM hat. Alle haben hier bei 85 Gramm, zumindest sehr knapp. Und ja, genug gesagt, wir zünden den nächsten. Zeig doch mal. Blütensterne Pastell. Wo gemerkt, Leute, uns fehlt nur in dem Video eigentlich ein Dreischlag-Schocker, oder? Ja. Ja. Ah, ne? Also habt ihr hier fast alle. Aber komischerweise bis 10 nummeriert. Sind eigentlich genau. Vielleicht kommt noch ein paar. Ja. Ey, sorry Leute, dass ich da dazwischen geredet habe, aber dieses Aqua und dieses Lemon. Oh, der Beste ist ja von mir. Ja,
Ja, so hört sich doch Überzeugung an. Last but not least haben wir jetzt den Silbercracker Rot. Ist mit der Kennzeichen Nummer 6 wohlgemerkt ein sehr oft genutzter Effekt. Könnte mir eventuell schon too much sein. Wir werden es sehen, weil man das schon so oft sieht. Aber für die breite Masse ein ziemlich geiler Effekt. Let's go, der letzte Dreischlag-Schocker. Mit dem Silbercracker in Rot. Ja, wirklich.